Olaf Schulze, Polizeibeamter, möchte in den Brandenburger Landtag mit großem Erfahrungspotenzial aus dem Ehrenamt. Wir haben mit ihm gesprochen. Ehrenamt hat bei mir letztendlich angefangen, irgendwo mal 1991, 92. Hat sich dann natürlich weiterentwickelt über Schule, also Elternsprecher, Schulelternsprecher und ähnliche, wo man die Probleme innerhalb der Bildungspolitik mitgekriegt hat und mitgekriegt hat, das, was aus Potsdam so an Lehrerzuweisungen kommt, das ist nicht gerade üppig und es werden eigentlich mehr Probleme durchgereicht als Lösungen. Und zum anderen gab es da so eine Sache 1997, 98, in Karnsdorf ist eine Straße saniert worden. Und man hat mich gefragt, ob das denn alles so richtig ist, ob denn das wirklich so teuer ist. Und da konnte ich keine Antwort geben. Und da habe ich gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Und habe dann 1998 kandidiert für die Gemeindevertretung. Kanzler war zum damaligen Zeitpunkt noch selbstständig. Schlüsselerlebnisse führten zum Stadtverordneten- und Kreistagsmandat. Den Ausgleich zwischen den Ortsteilen, zwischen der Kernstadt, der muss hergestellt werden und da muss man vernünftig rangehen. Und so bin ich dann letztendlich nicht nur in der Stadtverordnetenversammlung, sondern auch im Kreistag, weil auch vom Kreis haben wir einiges hier in der Region zu erwarten. Für mich ist nicht wichtig, immer zu meckern, sondern für mich ist wichtig, wenn man meckert, dass man auch einen Weg aufzeigt, wie es möglich ist, bestimmte Probleme zu lösen. Es lohnt sich, für Sinnvolles einzusetzen, weiß der 48-jährige Karnsdorfer. Karnsdorf, der Kindergarten stand mal kurz vor dem Aus, wo man gesagt hat, lohnt sich nicht, rechnet sich nicht. Und der Ortsbeirat, die Eltern haben gesagt, nein, ein Kindergarten gehört ganz einfach zum Dorf. Und wir haben eigentlich damals alles unternommen, dass die Kita erhalten bleibt. Die Kita ist niegelnagelneu gestaltet. Wir haben 55 Plätze und wir haben eine Warteliste, also das zeigt, dass der Weg, den wir damals beschritten haben, gegen die Widerstände, auch ein Stück weit aus der Verwaltung, dass der Weg richtig war. Äußerst kritisch betrachtet Olaf Schulze die Bildungspolitik. Wir bestimmen nicht darüber, wie viele Lehrer in einer Schule tätig werden. Das macht das Land über das staatliche Schulamt und da wünschen wir uns halt des Öfteren mehr und vielleicht auch ein paar bessere Konzepte, wie Inklusion als solches kann ich nicht einfach so mal in den Raum werfen. Das muss ich auch finanziell untersetzen. Und dafür ist das Land zuständig. Da können wir uns abstrampeln und die Hülle so schön gestalten, wie wir wollen. Wenn das Land an der Stelle nicht mitspielt, ist es für uns schwierig. Olaf Schulze fordert den sofortigen Stopp der Polizeireform. Wenn ich überlege, dass im Gespräch ist, die Wache in Lübben nicht mehr 24 Stunden zu besetzen, und das für einen Teil von Schwarzenburg bis nach Jamnitz hinter Lieberose, das sind knappe 100 Kilometer, ja? Da habe ich keinen Ansprechpartner mehr vor Ort. Die Anzahl der Streifenwagen in der Fläche stellt logischerweise auch ein Problem dar. Je weniger Leute ich habe, desto weniger Streifenwagen kann ich einsetzen. Hier muss mal jemand aufstehen und sagen, also jetzt ist Schluss. Mittelständische Unternehmen brauchen spürbare Unterstützung. Wie wird der Mittelstand in Brandenburg gefördert? Kommt ein großes Unternehmen daher und baut dort einen Flughafen, die kriegen Millionen ohne Ende. Da wird nicht groß hinterfragt, da werden die Rechnungen auf den Tisch gelegt und nach entsprechender Diskussion wird da auch bezahlt, ohne dass jemand zur Verantwortung gezogen wird. Und ein klein- und mittelständisches Unternehmen, das zur Bank geht und einen Kleinkredit haben will, der recht überschaubar ist, der muss sich so gut wie ausziehen, sage ich mal. Und wenn er Pech hat, unterm Strich bekommt er noch nicht einmal den Kredit. Wo ist da das Land und greift eigentlich denen unter die Arme, die hier für Arbeit sorgen, für Steuereinnahmen und ähnliches? Eine klare Forderung hat Olaf Schulze zum neuen Flughafen. Fest steht, der Flughafen muss so schnell als möglich ans Netz. Also nur dann kostet er uns nicht nur, sondern er wirtschaftet auch etwas, auch wenn es in den ersten Jahren rote Zahlen sind. Aber in dem Moment, wo er am Netz ist, im Luftfahrtgeschäft, haben wir auch entsprechend Arbeitsplätze. Auch die Facharztproblematik hat Olaf Schulz auf seiner Agenda. Der Landkreis Damen-Spreewald hat 9 Augenärzte. Aber wenn die Praxis hier in Nuckau zumacht, wo geht sie dann hin und wo müssen die Leute hinfahren?
Krankenhausproblematik. Wir wissen, wovon wir reden, wenn es um das Krankenhaus Luckau geht. Mit dem entsprechenden Notarztstandort und ähnliches. Es war ein langer Weg, aber wir haben es erreicht. Die Frage ist, bleiben wir jetzt dort stehen oder festigen wir diesen Standort mit Notarzt und Krankenhaus? Der Appell, gehen Sie wählen, richtet sich an alle. Jeder sollte wählen gehen, weil nur der wählen geht, tut letztendlich auch was für das Land Brandenburg insbesondere. Und man muss ja nicht am 14. September wählen. Jeder, der seine Wahlbenachrichtigung hat, kann die Briefwahl beantragen. Ich persönlich favorisiere auch die Briefwahl, weil dann kann ich mich zu Hause in Ruhe hinsetzen und kann nochmal mir die Kandidaten anschauen, vielleicht auch nochmal die Parteien anschauen, wofür sie stehen und ganz in Ruhe mein Kreuz am Küchentisch machen. Olaf Schulze hat klare Ziele für sein Landtagsmandat. Ich stelle fest, vieles wird von oben nach unten entschieden. Das, was von unten an Problemen angezeigt wird, wird in vielen Fällen heute in Potsdam nicht mehr gehört. Ich persönlich will dagegen vorgehen, will meine Stimme erheben, nicht nur meckern, sondern mitgestalten, mitarbeiten. Gehen Sie bitte wählen. Die Erststimme für Olaf Schulze, damit ich direkt in den Landtag in Brandenburg einziehen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und stehe natürlich jederzeit hier für den Wahlkreis, für mein Mandat zur Verfügung. Ich freue mich auf eine Tätigkeit in Potsdam und darauf, dass man das von hier unten wieder nach Potsdam transportieren kann, dass man uns hier unten hört und dass man in Potsdam eine starke Stimme für diesen Wahlkreis, für den Landkreis Dahme-Spreewald hat. Danke.